Meine Damen und Herren, mein heutiger Gast ist nicht nur einer der erfolgreichsten Reiseschriftsteller der Welt, Künstler, Pianist und Filmemacher, sondern er spielt auch eine Hauptrolle in der derzeit erfolgreichsten Produktion des deutschen Fernsehens, der Märchenstunde bei ProSieben. Im April sehen wir ihn als Rumpelstilzchen. Wir freuen uns, dass er nach den anstrengenden Dreharbeiten heute Zeit für uns genommen hat. Herzlich willkommen, Herbert Feuerstein! Ah, das sind ja Mönche. Das ist sicher von deinem Urlaub, als du in Bhutan warst. Lies den Text. Bitte? Lies den Text. Liebe Schmidt, die Welt ist voller Missverständnisse. Ich habe deshalb einen Sprecher für mich mitgebracht. Der Rest ist Schweigen. Mit lieben Grüßen auch an Frau Korbmacher, dein Feuerstein. Okay, warum nicht? Rumpelstilzchen. Was ist das für ein Gefühl, eine Rolle zu spielen, die so ganz weit weg ist von einem selber? Ein bisschen wie du. Ein bisschen wie ich? Ja. Ja. Ja, verstehe. Entschuldigung, Ihr Name ist Herr? Das tut nicht zur Sache, Herr. Ich bin mein Sprecher. Ich bin sein Sprecher. Ich bin sein Sprecher. Ach so, ja. Verstehe. Ja. Okay, Herr Park. Mir wurde vorgestellt als Herr Park. Schon möglich. Aber darum geht nicht. Ja. Lauter. Lauter. Ja. Du bist ja lauter als ein Sprecher. Aber gut. Okay, nein, ist okay. Okay. Ja, hallo. Also, ich habe gehört, du warst in Bhutan, das ist im Himalaya. Richtig. Bist du kein bisschen vor? Ja, ich habe also gar keine Ahnung von Bhutan. Ich weiß nichts und gut, dass du eine Tasche dabei hast. Wo genau ist Bhutan? Hast du da auch einen Laptop drin? Es ist einfacher, wenn man das Ventil so rausmacht, weißt du? So, ja. Nicht dessen. Brasil. Das dauert jetzt. Ne? Kannst du es nicht so zeigen? Zeig es mal so. Ich versuche es mal. Ja. Ja. Kleines Rand. Bitte? Kleines Rand. Sehr, sehr kleine. Ein kleines Land? Ja. Kennen Sie sich schon länger? Ja. Ja.
Also die Zeit haben wir jetzt wirklich nicht. Ja? Ich mache das anders, weil es schneller geht. Es liegt ein bisschen Indien und China, beziehungsweise den ehemaligen Tibet. Richtig. Aha, ja. Und hast du dort auch dein Musikprogramm gespielt? Mozart, mörderhaft? Mörder mit Mozart, Mozart, mörderischer Mozart. Mozart, Mordnacht. Mozart, richtig, wurde ermordet. Richtig. Ja. Richtig. Nein. Nein. Aber du bist damit noch auf Tournee? Ja. Und kann man nicht hier in Köln irgendwo sehen? Zum Beispiel in der Oper? Ja. Am 19. April. Es könnte auch der 17. sein. Ah, der 7. sein. Ja. 17. 17. Ja. Lauter. Feuerstein, Hörbuch. Im Anschluss jetzt kommt übrigens die Dokumentation Expedition ins Gehirn Teil 2. Was ist das? Das macht mich neugierig. Sieht aus, als ob das die Ohren von Rumpelstilzchen wären. Von wem? Richtig. Von? Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Laut. Rumpelstilzchen. Ja, Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen. Können wir die mal sehen? Nein. Ja, schön, dass du hier warst, Feuerstein. Schön die Tasche zumachen. Wollen wir vielleicht ein Mozart-Kanon singen? Gerne. Wir beide. Ja. Ich habe die Noten mitgebracht. Ja, Noten. Ja, die Zeit haben wir noch. Das ist schwer. Bona Nox, bist der rechte Ochs. Ja, das kenne ich. Können wir ein A haben? Können wir ein A haben? Jürgen? Du fängst an. Ich singe den zweiten Stimme. Ich kann es nicht sofort. Bona Nox, bist ein rechter Ochs. Bona Nox. Bona Nox. Anfang und weiter singen. Wir singen zweite Stimme. Bona Nox, bist ein rechter Ochs. Bona Notte, Bona liebe Lotte. Bon nuit. Pfui, pfui, good night, good night. Bona Notte, das müssen wir noch weit. Ja, das müssen wir noch mal proben vorher. Good night. Scheiß ins Bett, das Gras, gute Nacht. Schlaf fein schön und schmeck dein Arsch zum Mond. Das ist mir zu kompliziert. Sagen Sie ihm danke, dass er hier war, bitte. Es war sehr schön bei dir. Bis zum nächsten Mal. Es wird kein nächstes Mal geben. Dankeschön. Moment. Sag ihm bitte noch, Herrn Park, er soll sagen, dass morgen der Scheibenwischer kommt. Morgen kommt. Der Scheibenwischer. Kein Scheibenwischer. Der Scheibenwischer. Scheibenwischer. Der Scheibenwischer. Gute Nacht.